Ja, hi, herzlich willkommen wieder hier in dem Bienenwachszimmer. Die Produktion hat hier ordentlich zugenommen. Wir haben hier schon jede Menge Mittelwände. Jeder Stapel sind übrigens 100 Mittelwände. Dann bin ich hier mit meiner Wachsblockproduktion zufrieden und fertig. Das sind jetzt noch die letzten, die hole ich aber später raus. Und warum ich heute das Video drehe, es geht nämlich, also es dreht sich sozusagen um diese Mittelwandpresse hier. Und ich zeige euch einfach mal, wie ich Mittelwände schon seit vielen Jahren selber herstelle mit dem gereinigten Kosmetikwachs. Als allererstes brauchen wir wie immer das Bienenwachs und das ist vermutlich wieder im Kugellager fest. Ja, da hilft nur der Heißluftföhn. Okay, also das hat diesmal wirklich länger gedauert mit dem Kugellager. Ich habe jetzt hier ganz bewusst schon mal den Prozess gestartet, bevor ich hier zur Erklärung von dieser Maschine komme, weil das kann ich währenddessen tun. Und ich denke, viel ist ja auch einfach jetzt aus meinem Arbeitsablauf dann sichtbar. Ich habe früher die Mittelwand immer ein bisschen, also die Mittelwandpresse immer ein bisschen mehr zugedrückt, dass die Mittelwände ein bisschen dünner werden. Das hat sich mit der Erfindung von meinem HomeHive dann erübrigt, weil da habe ich ja eine komplette räumliche Trennung zwischen dem unteren Brutwabenbau auf Topbauer-Naturwabenbaubasis und eben dem abgetrennten Honigraum, wo die Königin gar nicht durch kann. Aber ich hatte die als Absperrgitter dazwischen. Und somit kann die Königin nicht hoch auf die mit Mittelwänden teilweise bespannten Honigrähmchen. Ja, also in dem Wort war jetzt schon der Nutzen und die Verwendung dieser Platten drin. Man nimmt die zur Steigerung von Honig, also von Honigerntemengen. Das kann man sich so ein bisschen als Laie vorstellen. Die Biene baut ja in der Natur so oder so eine Mittelwand und macht dann links, rechts die Zellkörper raus. Und wir können eben das Bienenvolk maßgeblich in der Geschwindigkeit und im Wachsverbrauch pushen, indem wir jetzt im Honigraum, leider machen das viele Imker zu 99% auf jeder Wabe, was ich nicht gut finde und die Biene auch nicht. Also, wenn ich hier die Jetzt bin ich rausgekommen aus meinem Textfluss. Ist gar nicht so einfach hier parallel zu arbeiten und zu erklären. Also wenn der Imker diese Platten jetzt dem Volk gibt, dann bauen die Bienen das wie in der Natur eben aus. Links, rechts die Zellkörper. Der einzigste Unterschied ist, wir haben eben eine Mittelwand in der Mitte, die künstlich ist. Und das beschleunigt den Prozess. Jetzt kommt noch so ein Ding einfach aus dem Industriellen dann dazu. Eine Mittelwandwabe lässt sich halt schleudern, mit einer Honigschleuder. Und Naturwaben kann man theoretisch auch schleudern, aber das ist so ein hoher Aufwand und selbst wenn man es gut macht, ist die Chance doch immer sehr hoch, dass diese Waben brechen. Mit Naturwaben macht man deswegen eher Tropf- oder Presshonige und eben keine Schleuderhonige. Und immer wenn die Wabe danach nicht nochmal verwendet werden kann im Bienenvolk, dann hat man ja eben diese Ertragsminderung. Wenn ich eine Bienenwabe, also so eine Platte von meinen Tieren ausbauen lasse und ich kann dann damit 1 bis 2 Jahre mit dieser Honigwabe auch imkern und die immer wieder in einen neuen Ernteprozess einbinden, ja, dann habe ich eben diese Ertragssteigerung. Ich habe, weil ich so Daten dann auch nicht immer aus dem Kopf auswendig weiß, habe ich das mal kurz in mein Handy reingetippt und Google gefragt, wann kam denn die erste Mittelwand auf den Markt? Und Google sagt, und ich bezweifle das jetzt auch nicht, die ersten Mittelwände wurden für Berlepsch-Rähmchen, ich weiß nicht, was das ist, gefertigt. Im Jahre 1858 präsentierte Mehring auf der Stuttgarter Wanderversammlung die ersten ausgebauten Kunstwaben, damit sind die Mittelwände gemeint, und schuf damit ein wesentliches Element der rationellen Imkerei. Gut, hier geht der nächste Prozess schon weiter. Ihr seht, ich nehme immer den Stockmeißel, den setze ich an die Kante hier an und schiebe sozusagen das Bienenwachs, also schneide es ab.
damit dann zumindest eine Seite wirklich glatt wird. Das ist diese Kante hier, dass zumindest eine nicht nochmal geschnitten werden muss. Und ihr seht, ich mache immer währenddessen schon meinen Bienenwachs wieder voll, damit es weitergehen kann. Und was auch wichtig ist, das Bienenwachs nicht vernachlässigen. Das wird bei mir immer wieder neu gefüllt, weil sonst sinkt ja die Temperatur. Und das ist dann für den ganzen Prozess nicht so doll. Ich kann euch jetzt noch ein bisschen mehr zeigen. Wir gucken doch mal das Wachswerkzeug durch und messen mal unsere Temperatur. Dann wisst ihr, bei welcher Temperatur so eine Mittelwand auch wirklich gut gelingen kann. Sollte reichen. 50, 60, 70, knapp 80. Also knapp 80 Grad kommt hier das Bienenwachs raus. Hört sich fast schon zu heiß an, weil der Schmelzpunkt ist ja bei 65 Grad circa. Aber man spielt natürlich über die Jahre in der Praxisarbeit auch viel rum an seinen Gerätschaften und die Temperatur hat sich bei mir da einfach bewährt. Ich habe deswegen auch hier auf meinen, ja, da ist ja kein Temperatur, also doch, da sind schon Temperaturen dran, die aber nicht unbedingt kohärent sind mit dem Inhalt. Deswegen habe ich mir einmal im Edding da so ein paar Striche gemacht, damit ich Anhaltspunkte habe und immer wieder auch denselben Punkt finde für diese Temperatur von circa den 80. Ihr seht, das ist eigentlich eine beruhigende, entspannende, einfache Arbeit. Man muss eben nur wissen, wie. Wichtig ist übrigens, wenn ihr die Mittelwände rauslasst, bitte gleich flachlegen und andrücken, weil wenn da einmal eine Wellung drin ist und das Bienenwachs wird dann hart mit der Wellung, dann sieht es nicht mehr so gut aus, das glatt zu bügeln. Das gleich nächste, was man zu gegossenen Mittelwänden sagen kann. Wir haben hier zwei verschiedene Unterschiede, wo die Imker kennen, die Laien eher nicht. Erinnert euch mal an die Imkermär, also die Weihnachtsmärkte mit den Imkern drauf. Und die haben doch ganz oft diese Mittelwände hier als Kerzen gedreht. Das ist nicht das, wie ich das hier produziere, weil das sind gewalzte Mittelwände. Wenn ich meinen Bienenwachs durch eine Pressanlage drücke, sozusagen mit den Sechseckmustern links, rechts auf der Walze. Und das Bienenwachs wird durch Druck da durchgezogen, damit das Muster sich einprägt. Dadurch wird das Bienenwachs ganz schmiegsam. Ich kann euch jetzt an der Stelle nicht genau die chemische Eigenschaft dann nennen, warum das so ist. Also ich würde es jetzt mal als Nicht-Chemiker, als Laie bezeichnen, als einfach nur eine Verdichtung vom Bienenwachs, wo dann eben eher schmiegsam wird und nicht mehr brüchig. Das heißt, gewalzte Mittelwände, die könnt ihr, so wie jetzt hier meine, wenn sie noch warm sind, wunderbar in Form bringen. Und deswegen nimmt man die gewalzten Mittelwände ausschließlich zur Herstellung von Kerzen. Solche gewalzten Mittelwände ins Bienenvolk einzulöten, ja, machen leider auch ein paar Imker, allerdings aus nicht besserem Verständnis aus dieser Thematik heraus. Wenn ihr gewalzte Mittelwände in Bienenvolk einlötet, also in die Rähmchen, dann ist eben die Hitze vom Bienenvolk verantwortlich, dass sich dann diese gewalzten Mittelwände schön links und rechts verbiegen und somit die Bienen und ihr als Imker auch durcheinander kommt. Und deswegen nehmen wir eben für, sag ich mal, die internen Betriebsabläufe in der Imkerei gegossene Mittelwände für die Bienen, weil die eben dadurch brüchig sind, nicht mehr biegsam, vor allen Dingen stabil und eben für den Einsatz zur Honigproduktion perfekt geeignet. Was man aus der Bienenbiologie natürlich mitnehmen sollte, ist, dass eine Brutaufzucht von Jungbienen nicht umsonst hat es die Natur so gemacht, in Naturwabenbau erfolgen sollte. In der heutigen Wissenschaft hat man das auch ganz klar definieren können, dass eben Bienen aus Schlupf von Mittelwänden einfach nicht so vital sind
Und vom Spirituellen kann ich nur sagen, ja, also wir wollen vielleicht ja auch nicht geboren werden in irgendeinem künstlichen Labor, sondern wollen irgendwie, wie es die Natur vorgesehen hat, aus dem Mutterleib noch rauskommen. Und so ein Bienenvolk, also die Waben, das ist ja die Wohnung der Bienen, da werden die Tiere geboren. Ich denke, es sollte höchstes Gut haben in unserer heutigen Imkerei, Kommerz hin oder her, dass die Bienen auf Naturwaben, also aus Naturwaben schlüpfen dürfen und somit auch ihrer natürlichen Biologie folgen dürfen. Und das sollte auch nicht durch irgendwelche Ertragssteigerungen der Profitgier dann zunichte gemacht werden. Ganz davon abgesehen, geistert auch immer wieder in so vielen Imkereibereichen dieses Thema rum, dass ich muss da manchmal echt drüber lachen, weil es mich so schockiert. Ja, ich kenne Imker, die wussten nicht, dass die Bienen auch ihre Waben von selbst bauen können. Weil es wird einfach den Leuten so beigebracht. Halte dein Bienenvolk auf 99% von diesen Mittelwänden und gib dann dem Volk links oder rechts eine Leerwabe, wo sie noch ihre Drohnen drauf bauen können. Ja, und die werden dann natürlich ausgeschnitten. Gut, so ein bisschen zurück hier zu dieser Technik. Wir verfolgen mal den Wasserzulauf, weil natürlich braucht unsere Mittelwandpresse eine Kühlung. Geht alles auch ohne Kühlung, nur dann dauert es einfach ewig, bis so eine Mittelwand rauskommt. Und es mag vielleicht für die Hobby-Imker wunderbar sein, weil es weniger kostet und die haben ja möglicherweise auch die Zeit. Ich als Berufsimker habe es nicht. Und ich kann auch nur so wirklich in die Richtung empfehlen, wenn ihr auch professionell imkern wollt, nicht im Geldbeutel darum machen. Mein Gott, kauft euch einfach die teuerste, beste Edelstahlmaschine, die es auf dem Markt gibt. Meine habe ich aus Österreich, sehe ich gerade. Heißt BK ProTec Puff, rostfrei und hat eben einen Wasserzulauf. Den habe ich allerdings nicht in meinem Raum hier, weil der Wasserhahn, also ich bin kein Klempner, der Wasserhahn, der wollte hier nicht mit dem Aufsatz. Moment, kann gleich weitergehen. Kann noch mal eine Mittelwand rauslassen. Und gleich die nächste. Ja, ich glaube, das habe ich vorhin nicht gesagt, dass ich meinte ja, ich habe früher mehr zugedrückt, damit die Mittelwände dünner wurden, weil ich da auch noch meine Bienen drauf brüten lassen habe. Und durch die Erfindung vom Homehive ist es getrennt, wie ich vorhin meinte. Also die Königin kommt mit ihrer Brut nicht auf die Mittelwände drauf. Und seitdem war wieder mein Ziel, die Mittelwände dicker werden zu lassen, weil sie dann eben weniger brechen beim Schleudern. So, jetzt haben wir mal ein paar Sekunden Zeit für den genannten Wasserzulauf. Also man nimmt natürlich da kaltes Wasser. Das kommt hier, ja, sieht abenteuerlicher aus, aber ist halt, ja, gibt mir den Zweck. Wasserschlauch ist ganz leicht an, man hört es auch. Den habe ich hier angebunden. Man folge der Route. So, hier geht es dann hoch. Der Schlauch geht hier durch. Nee, Entschuldigung, geht da unten durch, kommt hier hoch. Hier ist mein Frischwasserzulauf. Geht hier in die untere Platte rein. Wenn unten gefüllt ist, dann drückt es durch den Kapillarkräfte, glaube ich, nennt man das. Also von der unteren Platte geht wieder ein Zulauf hier oben aufs obere Waffeleisen. Ups, ja gut, das hat man auch manchmal, dass dann die Platte oben hängt. Hat es lange nicht mehr gehabt. Ist aber nicht schlimm. Ja, rausziehen. Und von der Oberseite geht dann das ganze Ding durch den Schlauch wieder retour. Und das überschüssige Wasser drückt sich dann tatsächlich unten raus. Ich mache gerade mal das Wachs hier weg. Ist so jetzt Zeit dafür. Hier seht ihr schon, das ist der Zulauf, also der Auslauf, wo das Becken hier füllt. Und diese Technik hat man eigentlich nur aus einem Grund,
weil so kann ich ja mein rausgepresstes, überschüssiges Wachs irgendwie effizient auch auffangen. Ihr seht, es gibt ja diese tollen Muster an der Unterseite, das ist eigentlich sogar eine richtige Kunst. Wer das kaufen möchte, der darf gerne mir Bestellungen reinschicken. Vielleicht für so ein Dekofenster oder so. Also dieses Wasserbecken hat wie gesagt nur die Auffangfunktion. Und damit das ganze Ding hier nicht überläuft, haben wir hier eine Edelstahlkappe wieder, damit das Wachs nicht hier durch das Loch durchfließen kann, weil die einzigste Verbindung, wo offen ist, ist hier ganz unten. Und da kommt ja nur Wasser durch und das Bienenwachs, wo leichter wie Wasser ist, schwimmt an der Oberfläche und kann deswegen auch nichts verstopfen. Und der Wasserablauf, das nicht desorientieren lassen. Ich habe das tatsächlich vergessen im Video zu sagen, deswegen habe ich jetzt das nochmal nachträglich angefügt und diesen Text an die richtige Stelle geschnitten, weil das habe ich tatsächlich vergessen, wenn hier das Wachs dann, Entschuldigung, wenn hier das Wasser rausdrückt, der Ablauf, der läuft dann hier lang und kommt dann hier wieder raus, ne? So, jetzt wisst ihr das auch. Und jetzt kann es an der Stelle wieder weitergehen im Original. Circa 30 Sekunden benötigt die Mittelwand, bis er fertig ist. Und ein toller Tipp ist immer, wenn man einmal im Arbeitsflow ist, explizit bei so einer Arbeit durchziehen, bis der Topf leer ist. Wenn man immer wieder Pausen macht und wegrennt, kann man alles wieder neu justieren vom Arbeitsablauf. Also hier war es jetzt beinahe schon zu spät mit dem Andrücken. Ich mache mir da immer so einen Dreier- oder Vierer-Stapel, weil wenn ich jetzt jede einzeln schneiden würde, das ist halt schon nochmal zeitaufwendiger. Und dann habe ich hier so ein Schnittwerkzeug. Ja, ich weiß, ich brauche hier dringend ein Holzbrett. Aber wirklich ganz, ganz dringend. Ich mag auch dieses Plastikbrett nicht. Da muss ich nachlegen. Ich hatte früher mal Holzbretter. Die waren wohl nicht gut, weil immer, wenn ich geschnittene Holzstücke rausgehauen, vielleicht ist auch einfach nur eine Keramikplatte noch mal besser oder eine Edelstahlplatte, dann hat man nur das Problem, dass das dann dadurch zu schnell kalt wird. Und ich muss die ja noch ein bisschen in Form biegen. Was die Pflege von der Maschine angeht, da habe ich auch relativ viel Input von außen bekommen. Und speziell was eben eine Ölung angeht, damit die Mittelwände wieder richtig rausfliegen. Bei mir wird hier nichts gefettet, nichts geölt. Das ist einfach wirklich nur eine hochwertige Silikonmatrize. Und das heiße Bienenwachs drauf, mehr ist es nicht. Also zur Pflege kann ich nur sagen, es ist ein filigranes Gerät. Das sollte nicht irgendwie schnell in den Schrank geschmissen werden oder gekippt werden, falsch gehalten. Bei mir gilt, das Ding steht so, wie es steht. Und dann tue ich das ganz vorsichtig nach der Reinigung in meinen Schrank da hinten stellen. Da steht es auch gerade und nicht irgendwie 90 Grad Winkel. Und bei der Benutzung gucke ich halt, dass ich da nicht mit Gewalt reingehe, weil da hinten haben wir doch ein äußerst filigranes, ich weiß nicht, wie nennt man das überhaupt, so eine Doppelschiene, wo die zwei Waffeleisen zusammenhält. Also wenn wir hier zu viel Kräfte links, rechts reinbringen oder nach hinten, dann reißt mir da die Mechanik raus. Deswegen ja, es ist ein filigranes Gerät. Und zum Wasser ablassen ist es ein bisschen nervig, aber es geht. Dazu mache ich dann beide Waffeleisen auf, schraube alle Anschlüsse weg, inklusive einen gelben Kappen und lasse dann das langsam auslaufen. Und dann wird es natürlich luftgetrocknet. Und schon wieder zwei voll. Meine Jahresproduktion so circa liegt bei 800 bis 1000 V.
von diesen Mittelwandplatten. Ich weiß, das ist nicht viel. Liegt aber daher, dass mein Betrieb tatsächlich nicht auf die Honigproduktion ausgelegt ist, sondern auf ganz viele Sachen um die Bienen außenrum. Und ich finde das für mich auch eine Errungenschaft, weil mein Ziel war immer, die Bienen nicht abzustressen wegen Produktionsgewinnung. Und so habe ich eben mit Bivital ein relativ großes Spektrum aufmachen können, ohne den Bienen den Produktionsstress geben zu müssen. Heißt auch für mich, ich brauche gar nicht so viel Mittelwände als Berufsimker, weil eben auch im Honigraum bei Bivital ganz viele Naturwaben drin sind. Nicht umsonst könnt ihr bei mir auch den Naturwaben Honig kaufen, ohne künstliche Mittelwand. Gerade kurz überlegen, habe ich was vergessen zu sagen? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich hoffe einfach nur, euch gefallen die ganzen Videos, wo ich da für euch mache. Ich hoffe, da kommt was zurück. Spenden für unser Permabi-Projekt wären da ganz, ganz toll. Und auch jeden Like und immer auf Abonnieren drücken kann auch mir ganz viel helfen, die Arbeiten auch weiterhin auszuführen, die ich hier angefangen habe. Nämlich diese Permakulturen, die Vernetzung der Permakultur mit der Bienenhaltung. Und auch die Weiterentwicklung von diesen Homehive-Modellen, wo ihr auch in anderen Videos schon bei mir gesehen habt. Diese Topbar-Kiste mit dem Rähmchenaufsatz. Zumindest als einen Typ. Ich habe ja auch noch die Einraumbeute. Und die Königinbeute, die ich hier noch gar nicht vorgestellt habe. Naja, ich denke, nee, ich glaube, ich habe hier alles gesagt zum Thema, wie das Ding funktioniert. Ihr habt es jetzt auch Highlife gesehen. Das Ding ist einfach, es ist simpel, es macht Spaß. Und ihr braucht einfach nur euer tolles Bienenwachs. In dem Sinne würde ich sagen, ich wünsche euch allen einen schönen Tag und macht's gut, bis zum nächsten Video. Tschüss.